Richtungen. Als Richtung bezeichnet man etwas, was auf ein Ziel zugeht. Es gibt auch die Himmelsrichtung und man kann auch Richtung Bad Meinberg fahren. Richtungen sind aber auch geistige Strömungen, also Menschen, die eine bestimmte Ansicht vertreten. Es gibt auch Kunststile, Modestile und es gibt eben Kunstrichtungen, Moderichtungen und Stilrichtungen. Richtungen im Yoga. Im Yoga gibt es jede Menge Richtungen, denn Yoga ist etwas sehr Individuelles und die indische Kultur insgesamt ist eine organische, manchmal könnte man auch sagen chaotische. Es gibt wenig, was genau geregelt ist. Und so gibt es verschiedene Weisen, Richtungen im Yoga zu unterscheiden. Man könnte zum einen unterscheiden, es gibt die eher spirituellen Richtungen und es gibt die eher säkularen Richtungen. Säkular heißt weltliche Richtungen. In den säkularen Richtungen geht es mehr darum, welche Wirkung hat Yoga für den Körper, auch vielleicht welche für die Psyche und welchen Nutzen hat Yoga. Und die säkularen Richtungen im Yoga sind dann eben ausgerichtet auf körperlichen und psychischen Nutzen. Dann gibt es die eher spirituellen Richtungen im Yoga, wo es darum geht, dass man Zugang finden will zu einer höheren Wirklichkeit. Yoga-Übungen als Methoden, als Techniken, als Praktiken, um eine höhere Wirklichkeit zu erfahren. Es gibt natürlich dann auch Richtungen, die beides miteinander verbinden. Zum Beispiel bei Yoga Vidya gibt es säkulare Strömungen und spirituelle. Bei Yoga Vidya kann Yoga rein körperlich und psychologisch unterrichtet werden, aber eben auch spirituell. Wiederum gibt es sanftere Richtungen und forderndere Richtungen. Bestimmte Yoga-Richtungen sind sehr sanft ausgerichtet. Man fordert den Körper wenig, es wird großer Wert auf Entspannung und Bewusstheit gelegt. Und es gibt andere Richtungen, sie sind sehr sportlich und körperlich stark fordernd. Und dort spielt Entspannung weniger eine Rolle und die Bewusstheit entsteht einfach durch die intensive Anstrengung, die man ja auch nur machen kann, wenn man voll dabei ist. Auch hier gilt wieder, bei Yoga Vidya gibt es beides. Es gibt sehr sanfte Weisen, Yoga zu üben und auch sehr sportliche. Wiederum gibt es Richtungen, die sehr auf die Yoga-Klassen, die Yoga-Stunden ausgerichtet sind und wo der Einzelne wenig selbst praktizieren kann. Und es gibt andere Richtungen, wo besonderer Wert darauf gelegt wird, dass Yoga-Übende selbstständig allein üben wollen. Und so gibt es bei Yoga Vidya mehr die Tendenz dazu, Menschen dazu in die Lage zu versetzen, selbstständig zu üben. Aber in den Yoga-Vidya-Zentren gibt es auch offene Yoga-Stunden, sodass man theoretisch täglich oder jeden Tag Yoga üben kann. Es gibt Richtungen im Yoga, die etwas indischer orientiert sind und Richtungen im Yoga, die das Indische gänzlich herauslassen. Bei Yoga-Vidya ist sicherlich mehr indische Kultur dabei. Wenn du in ein Yoga-Vidya-Zentrum gehst, dann siehst du indische Symbole, indische Bilder. Es wird Om wiederholt, du riechst Räucherstäbchen, also ein wenig geht die indische Kultur auch ins Yoga hinein. Das macht einen Flair von Exotik, auch von Entspannung und es erleichtert es einfach, loszulassen, aus dem Alltag herauszukommen. Wenn du in einem Yoga-Vidya-Zentrum bist, noch mehr in einem Yoga-Vidya-Ashram, fällt der Alltag schnell ab, weil du in eine ganz besondere Atmosphäre kommst. Ja, das sind nur einige Beispiele für Richtungen im Yoga. Man kann sicherlich noch sehr viel mehr Richtungen unterscheiden.